Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia: The Chronic Edition. In der letzten Folge haben wir endlich geschafft, das Rätsel in dieser verdammten, in diesem verdammten Stützpunkt hier zu lösen. Und jetzt werden wir hinter dieser Tür, wo die Rails auf uns warten, von diesen beiden Idioten ja begrüßen. Und zwar Botta und John, oder Jorn, oder Juan, oder was auch immer. Und die machen wir jetzt fertig. Würde mir echt leid tun, wenn ich die wäre. So, du hast 16.000. Ich sehe schon den da hinten zaubern, ey. Ich krieg diese. Au. So, kann mal jemand den analysieren, bitte? Ich habe Rain nicht dabei. Okay, du bist schwächer. Jetzt ist dir das erste. Außerdem kannst du zaubern, das ist richtig nervig. Ah. So. Ja, der kann auch zaubern, nicht mich. Erstens weiß ich zur Not, wie ich eine Uniso-Attacke machen kann. Eine. Oh Mann. Kann man so mitten aus nichts. Fand ich das jetzt nicht so fair. Oh Mann. Er zaubert einfach, obwohl ich den volle Möhre angreife. Mann! Datenladen, natürlich. Aha. So, diesmal nehmen wir ein besseres Team. Was kann ich dann nochmal machen? So, Rain. China, Presser. Wieso sage ich immer China, wenn ich mit Presser eigentlich meine? So, dann versuchen wir es mal hier mit einem magieoffensiveres Team. Boah, finde ich ja richtig blöd, dass ich jetzt immer das Ding hier machen muss, bevor ich weiterkomme. Kotzt mich gerade ein bisschen an. Ich kann aber Jo sehr gut trainieren eigentlich. Weil wir können jetzt immer da heilen umsonst. Ist eigentlich nicht schlecht. So. Den ruhig irgendwie genau davor irgendwie einen Schwächepunkt spendieren können. Wenn ich wenigstens so geahnt hätte, ja, da können wir ihn. Die Macht des Sterns. Der Leben des Glanzes. Oder Glanz des Lebens. Der Leben des Glanzes, was? Oh, Rayard. Oh, John. Und Botta. So, komm her. Erneut. Ey, warum müssen die beide zaubern? Das ist so nervig. So, jetzt zaubern wir mal ein bisschen zurück. Sehr gut. Ah, das war so nervig, ne? Jetzt haben wir einfach und denen ist es scheißegal, ob ich die angreife oder nicht. So, jetzt haben wir die kaputt. Was sagt ihr dazu? Ah. Ein Standoff mit dem Typen. Ey, warum ist ein Zellos jetzt tot? Ah, ja, ja, was macht ihr denn da? Hm, ja, mein Gott. Ja, du kannst mal. Wo ist mal? Jetzt mal suche ich irgendwas. Er ist so nervig, ne? Ich greif den an. Und mir ist scheißegal. Ja toll, schon wieder ist Zellos kaputt. Sehr schön. Ja,
Das war ja gar nichts abgezogen. Zellos, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit zu schrecken? Erstens kann er nicht zaubern, wenn ich die ganze Zeit auf ihn drauf gehe. Aua. Sehr schön. Oder habe ich doch jetzt eine bessere Waffe ausgerüstet? Sehr schön. Oh, nein, es ist Rain auch noch tot. Leck mich. Ma. Sehr schön. Du bist kaputt. Und Dennis ist kaputt. Ma. Das gibt's doch einfach nicht. So, jetzt komm her. Oh. Ich habe das Gefühl, der Kampf wird jetzt einfacher. Ey, kannst du mal von Dennis weggehen? Ich krieg die Krise. Boah, das hab ich nicht. Dennis, hau doch mal von da ab, ey. Du wirst gleich schon wieder sterben. Wir hatten hier noch nicht das Ding jetzt drauf geballert. So, Zellos macht auch schon Sachen im Overlimit jetzt. Ja, der Genis haut auch nicht von dieser Ecke ab, ne? Boah. Mit der KTP, dann auch noch. Ja. Genis, ich beschütze dich. Hat gerade Lightning Thunderblade, ey. Thunderblade. So. Der Overlimit, der tut so kurz anhalten, ne? Wie soll man denn da bitte schön eine Mystikart einsetzen irgendwann? Lightning Havoc, also. Oh. Tidal Wave, ey, da kenne ich aus Cilia. Aua. Komm, er weg. Der hat die ganze Zeit abwendig, oder? In der Luft, na. Indignation? Ach du Scheiße. Autsch. Aua. Das tut so weh. Der mit 1 HP überlebt die Krise. Also Zellos. Ist eigentlich gut, aber naja, ist schon. Jetzt kriegst du auch noch ein Overlimit, ich hau ab. Tschüss. Ja, fürchte meine Dingens. Ja, du stirbst. Sehr schön. Erfahrungsgeber Level 4. Und zwar KP von Perseia, sehr schön. Und Rising Falcon. Fähigkeit. Den Titel Hexer. Den Titel Professor erhalten. Den Titel Schwertdämon erhalten. Sehr schön. Titel 40 oder irgendwie sowas. Unmöglich. Wie konnte ich nur verlieren? Leute, dein Ex-Fear. Zu wissen, dass er sich wirklich entwickelt. Mein Ex-Fear? Was bedeutet dieses Beben? Leute, das ist unsere Chance. Lass uns jetzt die Riots nehmen. Oh, okay. Kann man sich wieder eine überlaute Cut ziehen? Sir, das ist ein Erdbeben. Konnte ein Mana-Connex beschädigt sein? Wahrscheinlich. Untersuche die Ursache dieses Erdbebens unverzüglich. Was sollen wir wegen den Rayards unternehmen? Das ist nicht wichtig. Lass sie.
Unser kleiner Freund kann uns jederzeit sagen, wo sie sich befinden. Riots Steuerungserläuterung. Durch Drücken von Kreis kannst du im Gelände auf die Riots aufsteigen. Linker Analogstick zum Lenken nach links oder rechts bewegen. Mit oben und unten die Höhe ändern. X drücken zum Vorwärts bewegen. Kamera drehen mit L1 und R1. Drücke Kreis, während du über den Boden spielst, um von den Riots abzusteigen. Sehr schön. Whee! Wir sind mobil. Mein Gott, sogar zu viert. Ah, sehr schön. Wie das aussieht, ey. Okay, aber erstmal das Wichtigste. Die sind echt Level 40. Die sind viel zu stark. Ich muss die Schwächeren wieder an Bord nehmen. Auch wenn die nicht schaffen. So, was haben wir denn alles hier für Titel und so bekommen? Magischer Zyklus. Hexer. Seine Kraft reicht in den Himmel. Seine Stärke wird von allen Seelen gefürchtet. Mehr KP und TP, aber weniger Intelligenz. Ja, was alles. Immer die aktuellsten. Professor, genau. Die unglaublich Wissen lässt sich nicht in Wort fassen. Man nennt sie Professor. Ja, komm. Schwertdämon. Oh mein Gott, was? Ist ja jeder Wert besser. Und du hast Dingens, irgendwann Falken oder so, oder Phoenix. Gelernt, ne? Rising Falken. Ja. Okay, ich würde sagen, wir... Mein Gott, das sieht so komisch aus. Mir das mal speichern. Weil war schon ein Kampf. Das muss ich sagen. Ich wollte irgendwas bekommen mir von denen. Ich habe das jetzt nicht so gesehen. Ich glaube nicht. Ja, eine Erfahrungskammer Level 4. So. Immunität, Flugkombo, Fähigkeit plus Effekt. Ja komm. Wutsch. Noch mehr S. Effekte durch gegnerische Angriffe werden eventuell vermieden. Fähigkeit plus auf eine Spezialattacke folgt eine weitere Spezialattacke. Nehmen wir das mal. So, jetzt. Das sieht so komisch aus. Egal. Das müssen wir Colette finden. Warte ich nur, wo sie ist. Habe ich das Ding ja schon erkundet? Altamia und Emia, okay. Gewöhnlich und lächerlich. Renegade, du hast gesagt. Die Leute haben eine andere Fähigkeit, die sie haben. Die Leute haben eine andere Fähigkeit, die sie haben. Die Leute haben eine andere Fähigkeit, die sie haben. Die Leute haben eine andere Fähigkeit, die sie haben. Die Leute haben eine andere Fähigkeit, die sie haben. Die Leute Das ist ein Gefühl von der so blöde Kuh. Okay, hier ist. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Städte hier von oben aussehen. Sehr schön. Soll ich mal den Typen hier Bescheid sagen, ob wir Riots haben? Ich will mich allgemein erstmal irgendwo ausruhen. Oh. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Miau. Okay, ich gebe Katzen keinen Namen. Entschuldigung. Ein Haus der Besinnung. Guckst du mir so hinterher? Hier war ich noch nicht, ne? Kommen wir mal aus der Besinnung. Du mich auch. Also ich weiß gar nicht, wo wir jetzt nochmal hin müssen. Colettes Rettung. Den östlichen Himmel über Tetola nach Rodail und Colette besuchen. Ein Zoll, der mit seiner Familie weltweit ist. Er ist auf der Suche nach einem leuchtenden Vogel.
Warte mal, Leute und die anderen bemerken schnell, dass er von Asgard spricht, dem Elementargeist des Lichts. Asgard? Der sagt mir, sagt Tales of Xillia 2 schon was. Oh, was für ein gemütliches Bett. Übrigens, das kostet was. Ja, angenehm Aufenthalt. Ja, weiß ich nicht. Dann werden wir wahrscheinlich die letzten paar Minuten hier noch umbringen, ein bisschen die Weltkarte zu erkunden. Weil storymäßig glaube ich, dass ich jetzt weiterkommen würde. Und selbst wenn ich weiterkommen würde, dann werde ich bestimmt nicht irgendwie, weiß ich nicht, viel aufnehmen können. Von der Partlänge jetzt im Moment. Haben wir das verstanden? Nein, okay. Wieso werde ich irgendwie eine neue Stadt irgendwie so finden, wo ich mich ausrüsten kann und so? Hier ist Dingens, ne? Weiß ich nicht, gehen wir mal dahin. Ymir Wald. Und einfach da reingehen, okay. Gehen wir mal rein. Na klar. Bah. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Das macht uns ein bisschen einfacher herausfinden, wo wir hin müssen. Wir können sich doch darin befinden. Hallo Leute, hast du schon mal darüber nachgedacht? Da ist ein Stein, her damit. So. Was da? Genau, so geil. Mein Gott. Focus this. That's Stonehenge. Na, das sieht total wichtig aus. Schon sind ja voll die Imba-Gegner oder was weiß ich. Na. Nein, egal. Hätte er sein können. Er landet irgendwie auf so einer kleinen Insel, da sind voll die hyperstarken Gegner. Weiß man ja nie. So, keine neue. Ach nee, Dings hat ja noch nichts. Der muss ja nicht im Kampf drin sein, oder? So, Schlitzer. Auch nichts gebracht. Also nicht. Spott und Schlitzer und Elan. Falsch. Mein Gott. Was da? Bist du denn? Was? Was stand da? Hey, das ist der Colette. Was zum Teufel? Ich wollte noch gar nicht dahin. Oh nein, nicht das schon wieder. Colette. Meine Neugier schon wieder, ey. Ah, macht es das aufhört. Nein, Leute, bleib weg. Es ist eine Falle. Was? Du wirst dafür bezahlen, dass du mich benutzt hast. Lass Colette frei. Eine Illusion? Wahrscheinlich wäre nicht meine Haupttruppe. Haha, er könnte sie wertlose auserwählt haben. Jetzt verstehe ich, warum Lord Yggdrasil sie in Ruhe gelassen hat. Wertlos? Absolut, eine sündige Auserwählte wie diese ist für Mana, für meine Mana-Kanone völlig nutzlos. Sie kann die Welt nicht retten, sie kann nicht eins werden mit Mattel. Sie gefährdet sogar ihre Freunde. Eine wahrhaft erbärmliche Auserwählte. Aufgelegt, für Dinge zu beschuldigen, für die sie nichts kann. In der Tat, es reicht, dass ich allein die Last der Sünde trage. Du und ich, wir sind der Inbegriff der Sünde. Ich werde dich mit mir in die Hölle nehmen. In die Hölle, ihr niederen Kreaturen und eure dummen Witze. Los, lauft! K-
kommt, meine geliebten Tierchen, speist vom Fleisch dieser bemitleidenswerten Kreaturen. Mach mal einer, dass dieses Geräusch aufhört. Ich krieg voll Kopfschmerzen davon. Versucht nicht gegen sie zu kämpfen, lauft. Geflügelte Drache, eine Unterart der Drachen, Fleischfresser, hervorragender Jäger. Die Wahrscheinlichkeit, ihm auf der kleinen Plattform zu entkommen, beträgt 1%. Mach mal halblang, ich verzichte darauf zu sterben, danke. Wir müssen sie einfach nur besiegen, bevor sie uns töten können. Allerdings, ich habe nicht vor, kampflos ein Teil der Nahrungskette zu werden. Was für ein Plan, töten wir sie bevor, was zum Teufel ist das im Hintergrund? Töten wir sie bevor, was zum... Okay. Oh mein... Ach du Scheiße! Ich hab so das Gefühl, wir werden sowas von drauf gehen. Hier. Ich will gar nicht wissen, wie viel HP das Viech hat. Ach, sind Tausende, okay. Mein Gott! Vor allem, ich habe gleich keine... Fähigkeit erhalten. Power Seal. Das ist sehr schön, China. Wir werden trotzdem sterben. Danke. Ja, okay. Wissen wir, wo wir als nächstes hin müssen. Mein Gott, ey. Weil ich eigentlich die ganze Zeit überrascht werde von irgendwas. Kann ich mal flüchten? Nein, kann ich nicht. Hey, wir sind schon wieder besiegt worden, meine Güte. Sie wurden niemals wieder gesehen. Okay, da würde ich sagen, mit diesem traurigen Bild sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition, wo wir dann hoffentlich erstmal ein bisschen die Welt erkunden und dann nochmal zurückkommen. Das klingt nach dem Plan, ne? Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.